Der positive Materialismus. Die positive aufsteigende Richtung auf der symbolischen Treppe kann auch schon auf den anfänglichen Stufen als göttliche Ausrichtung bezeichnet werden. Denn der gewählte Weg führt auf das Ziel des Gottesbewusstseins zu, selbst wenn sich die betreffende Person dessen nicht bewusst ist. Auf jeder Stufe ist es demnach möglich, den göttlichen Weg zu wählen, und sei es auch nur mit ein paar ersten Schritten. Ein Merkmal positiver Wahrheiten ist, dass sie immer auffällig einfach sind. Sie machen intuitiv Sinn, respektieren das Leben und folgen der Stimme des Gewissens. Dies zeigt sich auch im Materialismus, der theoretisch ein seelen- und gottloses Weltbild ist. Dennoch muss jemand, der nicht an einen Gott und nicht an ein Leben nach dem Tod glaubt, noch lange kein böser Mensch sein. Denn auch als Materialist kann man ehrlich, ethisch und rücksichtsvoll sein. Jemand, der sich materialistisch nennt, kann das Leben gerade deshalb, weil es für ihn kein Leben nach dem Tod gibt, als etwas Einmaliges und Einzigartiges respektieren. Was ich nicht erschaffen kann, will ich auch nicht zerstören. Ich brauche keinen Gott, der mich nach dem Tod bestraft oder belohnt. Ich weiß auch ohne religiöse Bevormundung, was ich zu tun habe. Denn was ich nicht will, dass man mir antut, das füge ich keinem anderen zu. Nicht einmal den Tieren. Wenn ich sehe, was die Menschen im Namen von Gott aneinander angetan haben, will ich lieber gottlos und atheistisch sein. Materialismus und Skeptizismus haben auch eine positive Funktion, insbesondere als ausgleichender Faktor gegenüber dem anderen Extrem, zum Beispiel dem religiösen Fundamentalismus und Dogmatismus. So ist es völlig verständlich, dass sich die Menschen nach dem Mittelalter vom Joch der Kirchen befreien wollten und eine Epoche der Aufklärung einleiteten. Ebenso kommt jeder Mensch im Laufe seines Lebens bzw. seiner Leben in einer Phase oder in eine Phase, wo eine Gegenbewegung zu den herrschenden Glaubensvorschriften angesagt ist. Diese Art von Revolte ist ein Schritt zur Entwicklung von Selbstständigkeit und zur Eigenverantwortung. Ein Mensch, der eine positive materialistische Ausrichtung hat, kann also viel göttlicher sein als jemand, der im Namen von Gott gewissenlos und fanatisch ist. Spätestens im nächsten Leben, das es trotz seines materialistischen Glaubens gibt, wird ein positiver Materialist nicht mehr nur ein Materialist sein, er wird mit höherem Wissen in Kontakt kommen und kann dann entscheiden, ob er weiter auf das Ziel zugehen, stagnieren oder rückfällig werden will. Die aufsteigende Form des Materialismus wird hier als positiv und die absteigende als negativ bezeichnet. Denn dies sind allgemeine Bezeichnungen, die sich auf jedes Weltbild anwenden lassen. Der negative Materialismus könnte als Nihilismus oder Reduktionismus bezeichnet werden. Der positive als Humanismus oder Positivismus. Aber diese Zuteilungen wären tendenziös und letztlich auch willkürlich. Denn Nihilisten und Reduktionisten können in ihrem Leben durchaus eine positive Ausrichtung haben, während auch Humanisten und Positivisten in zynische bis destruktive Denk- und Handlungsweisen geraten können. Gegenwärtig ist der Materialismus die am weitesten verbreitete Halbwahrheit, aber nicht die gefährlichste. Für sich genommen ist Materialismus einfach nur Blindheit, was schon tragisch genug ist. Die meisten jedoch, die sich in diesem Weltbild bewegen, wählen eine ethische, positive Ausrichtung. Selbstherrlichkeit, Zynismus und Destruktivität entstehen erst dann, wenn andere zunehmend diabolische Ideologien aktiviert bzw. injiziert werden. Diese Ideologien sind oft nicht mehr nur Halbwahrheiten, sondern Zweidrittelwahrheiten oder Dreiviertelwahrheiten. Aber gerade weil sie in vieler Hinsicht wahr sind, ist in ihnen das Unwahre besser versteckt. Und deshalb sind sie in ihrer negativen Ausrichtung umso gefährlicher. Dies wird sehr deutlich auf den nächsten Stufen der philosophischen Treppe, dem Holismus und Dualismus, und insbesondere auf der höchsten Treppe, dem Monismus. Sich auf der höchsten Stufe zu befinden, heißt noch lange nicht, dass man am Ziel ist.
Denn je höher man steigt, umso tiefer kann man fallen. Vielen Dank fürs Zuhören.